Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute habe ich einen Produkttest für euch. Die Reihe von Judith Williams, die Make-up-Reihe, die habe ich schon mal abgefilmt, eine Review drüber gemacht, aber nur von bestimmten Produkten. Diese Produkte waren nicht dabei. Wenn euch die anderen Produkte interessieren, dann werde ich euch das einfach hier oben verlinken oder unten in der Infobox. Heute geht es um diese beiden Produkte. Einmal um Judiths Cream and Care Foundation und einmal um den Perfect Primer. Und ich werde das jetzt zusammen mit euch auftragen und ich habe schon vorher mein Gesicht gereinigt, meine Creme aufgetragen und jetzt legen wir einfach mal los. Judith Williams ist ja bekannt für ihre Kosmetik für die Frau oder den Mann ab, ich würde mal sagen ab 30, ab 35 dann aufwärts, dann wenn die Haut anfängt mehr Ansprüche zu haben. Die Haut braucht einfach mehr Feuchtigkeit, mehr Elastizität und darauf hat sich die Judith Williams Kosmetik spezialisiert. Judith Williams Kosmetik gibt es im DM und ich fange jetzt einfach mal mit dem Perfecting Primer an. Der soll der Haut einfach perfekte Ebenmäßigkeit verleihen und lässt sie optisch sofort prall und glatt aussehen. Die transparente Base wirkt porenverfeinernd, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und schafft ein pudrig mattes Finish. Es soll die optimale Grundlage für das Make-up sein. Der Perfecting Primer kommt in so einer Cremetube, da sind 30 ml drin und ich nehme jetzt einfach mal etwas auf meine Hand drücken und werde das Ganze in meine Haut einblenden. Einblenden, verblenden, verteilen, wie auch immer. Genau, und der erste Eindruck, es fühlt sich an wie eine Creme. Es ist sehr angenehm, sehr gut zu verteilen. Und es riecht nach nichts. Also da ist kein Duft drin, was ich sehr, sehr gut finde. Und ja, man muss trotzdem schnell arbeiten, weil sie wirklich sehr, sehr, doch sehr schnell in die Haut einzieht. Was ich sehr gut finde, was ich auch sehr gut finde. Weil man dann mit dem Make-up schneller anfangen kann. Also diese Gegend hier, die ist schon sehr eingezogen. Ich könnte jetzt wirklich sofort anfangen mit dem Make-up. Und das ist tatsächlich so, dass der Glanz verschwunden ist. Ich hatte vorher ja eine Creme aufgetragen gehabt, auch einziehen lassen, aber da sie doch recht reichhaltig ist, habe ich noch geglänzt im Gesicht. Aber jetzt hat sich das alles wirklich tatsächlich mattiert. Kommen wir jetzt zum Make-up oder zur Cream and Care Foundation. Das kommt in so einem Tiegelchen, einem Glastiegel und ich habe es noch nicht geöffnet. Da ist noch die Versiegelung dran. Mit einer Schutzkappe. Und es ist eine relativ... Also das ist auch interessant. Hier in diesem Tiegelchen sieht sie wirklich sehr, sehr fest aus. Aber sobald ich mit meinem warmen Finger hier dran komme, wird sie flüssiger. Ja, es hat keine cremige Konsistenz, sondern ist wirklich flüssig geworden. Vorlese ich noch einmal die eine Beschreibung. Und zwar soll sie intensive Pflege geben, eine starke Deckkraft und sehr lange anhaltend sein. Die extra cremige und lang anhaltende Judith's Cream and Care Foundation verleiht perfekte Deckkraft mit langem Halt und hilft die Feuchtigkeit in der Haut zu speichern. Für einen strahlenden, gesund aussehenden Look. Das Ding ist, es gibt diese Foundation wirklich nur in einer Farbe. Ich denke mal, die wird sich dann hoffentlich meinem Hautton anpassen. Und ich werde das jetzt mit den Fingern auftragen
weil ich einfach kein Freund von Pinsel bin. Ich trage mein Make-up immer mit den Fingern auf und mit dem Beauty Blender. Ja, die Farbe ist so erstmal im ersten Moment recht hell. Passt sich aber tatsächlich dem Hautton an. Das Ganze werde ich jetzt mit meinem Beauty Blender ein bisschen verblenden. Ich finde, es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Die Haut ist noch alle elastisch. Es fühlt sich nicht maskenhaft an. Es sieht auch relativ natürlich aus, würde ich sagen. Matt-Effekt ist da und ja, die Creme hat sich meinem Hautton angepasst. Die Foundation hat einen speziellen Duft, es ist aber ganz okay, aber ja, es riecht einfach nach Make-up. Ich weiß nicht. Bezüglich der Deckkraft, also das war jetzt so die erste Schicht, die ich aufgetragen habe und die Deckkraft ist natürlich. Also es hat keine hohe Deckkraft, was ich aber auch in Ordnung finde. Ich finde es einfach schöner, wenn wenigstens noch so ein bisschen die Haut durchscheint. Und deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt noch eine Schicht drauflegen. Ein paar Sommersprossen sieht man durch. Also für mich ist das schon ganz okay. Ich würde mal sagen, Deckkraft wäre schon ja, im mittleren Bereich, genau. Vom Finish her, es ist matt, aber auch nicht zu matt. Auch ganz natürlich und ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich muss sagen, im Vergleich zu der anderen Foundation, das ist diese Cream Foundation, Cream and Care Foundation und ich hole mal eben die andere. Genau, die andere wäre die Anti-Aging Foundation. Also ich kann sagen, dass es da einen enormen Unterschied gibt zwischen den beiden. Ich finde, die sieht nicht so natürlich aus wie diese Foundation, diese Cream and Care Foundation. Und das Gefühl finde ich auch viel, viel besser. Die ist viel leichter, angenehmer. Und bei dieser Foundation war auch okay, aber zum direkten Vergleich finde ich die hier besser. Wobei ich hierzu sagen muss, dass hier die Deckkraft etwas besser ist. Ich werde mich jetzt zu Ende schminken und dann das Ganze erstmal tragen und schauen, wie langanhaltend diese Cream and Care Foundation von der Judith Williams tatsächlich ist. Bis später. So. Also, es sind jetzt insgesamt circa 9 Stunden seitdem ich das Make-up aufgetragen habe. Und jetzt schauen wir uns einfach mal das Ergebnis an. So, also ich habe das Make-up und den Primer natürlich insgesamt 9 Stunden drauf gehabt. Und dafür finde ich das Ergebnis okay, weil wie soll ich sagen, ich bin durch den Regen gelaufen, ich habe ein bisschen gelegen und ja, ich war voll in Action. Ich habe eine Jacke angehabt, ich habe eine Mütze aufgehabt und das hat trotzdem doch einigermaßen gut gehalten, das Make-up. Mein Fazit zu dem Perfecting Primer von Judith Williams ist recht positiv, weil ich finde, er hat eigentlich all das gehalten, was er versprochen hat. Er hat Feuchtigkeit geliefert, man konnte den Primer sehr gut einarbeiten, das Gefühl auf der Haut war sehr angenehm und porenverfeinernd, ja, ich hatte schon das Gefühl, dass es die Haut ebenmäßiger gemacht hat und auch mattiert hat. Und ich konnte das Make-up von der Judith Williams auch ganz einfach auf die Haut auftragen. Die Cream and Care Foundation
fand ich auch sehr gut. Mein Fazit ist also recht positiv. Es hat intensiv gepflegt, ja, das stimmt. Starke Deckkraft würde ich eher sagen, nein, weil doch die Haut richtig oder meine Sommersprossen durchgeschieden hat, was ich aber auch nicht schlimm finde. Natürlich hätte ich eine zweite Schicht auftragen können, aber das ist nicht mein Ziel gewesen und von daher bin ich damit sehr, sehr zufrieden mit der Deckkraft. Und zu dem Versprechen, dass sie lange anhaltend ist, ich würde sagen, ja. Also ich habe auf jeden Fall nach vier, fünf Stunden mal geschaut, wie sieht das Make-up aus und ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Also 4-5 Stunden hält es auf jeden Fall, noch länger, wenn man dann unterwegs ist wie ich, trägt sich das natürlich im Laufe der Zeit ab. Aber ich war wirklich sehr überrascht, sehr positiv überrascht und kann das auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.